Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Project Hospital. Das ist nicht mehr normal hier. Das ist nicht mehr normal. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Chirurgie. Das würde ich jetzt auch noch mal gucken, dass wir das hinkriegen. Das dürfte nicht das große Problem sein. Wir machen ein Fundament hier hin. Bilden hier einen Raum aus. Wir werden gucken, dass wir die Station bzw. das Ding hier hinkriegen, ne? Arztzimmer Chirurgie. Wartezimmer kommt ja auch noch hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Da haben wir zumindest das Arztzimmer hier auch schon mal. Das ist dann, denke ich mal, in Ordnung. So. Die Untersuchungslampe. Wir brauchen den Sehtest. Wir haben hier das Ding. Wir haben hier einen Mülleimer. Wir haben das Desinfektionsmittel. CRP-Analysator. Bauen wir da drauf. Wir haben einen Schreibtisch, der wird hier hingestellt. Wir brauchen einen PC. Wir brauchen eine Papierablage. Also relativ günstig, ne? Wir brauchen einen Bürostuhl, kein Hocker. Eine Pinnwand machen wir hier hin. Das sollte dann auch in Ordnung sein. Gerätetisch. Und dann darauf das Audiometer. Gut, dann machen wir hier am besten nochmal Fundament. Für 810, okay. Dann werden wir das hier erweitern. Machen wir hier nämlich das Wartezimmer hin. Wartezimmer. So, passt auf, darum kommt Info-TV plus da Wartezimmer und Automat plus Stühle. Machen wir 5 Stühle, das sollte reichen. Passt auf. So. Tagsüber. Die Ärztin, danke. Nachts dann die Ärztin. Okay. Das heißt, das Arztzimmer für die Chirurgie haben wir jetzt auch. Perfekt. Hat zwar wieder einiges gekostet, knapp 7000 Dollar, aber okay. Wir können damit vielleicht nochmal mehr Geld verdienen. Das Krankenhaus wird immer, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an hier. Alter Schwede. Und das müssen wir definitiv noch viel besser organisieren. Viel besser. Ist sonst Mist. Das ist sonst echt Mist. Aber gut. Wir haben zumindest jetzt hier relativ. Viel verdient. Elftausend haben wir noch auf dem Konto. Ja. Zweiundfünfzig Patienten. Bitte machen wir die Angiografie. Beta-Blocker. Der kommt bitte auf die Wachungsstation, Defibrillation. Toll. Ja, ist doch in Ordnung.
Ich weiß es doch. Ich kann doch nichts dafür. Überwachter Patient kollabiert. Herzversagen. Oh, jetzt guck doch mal, dass der Kollege hier die Sachen bekommt. Ja, geht doch. Warum nicht vorher? Es ist Urlaubszeit, weshalb viele Menschen in die Stadt verlassen und folglich 15% weniger Patienten täglich ankommen. Okay. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich meine, wir sind sowieso relativ voll. Wir sind sowieso relativ voll. Die Normalstation von der Cardio ist auch ziemlich überlastet, ne? Irgendwie. Irgendwie schon, ne? CRP-Test kann er auch direkt machen. Hier, zack, zack, zack. Blutabnahme bitte, danke. Naja, ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir wieder einnehmen. Ich meine, wir haben ja jetzt die Chirurgie hier noch dazu. Zumindest nicht die Station, aber zumindest das Arztzimmer. Das ist ja schon mal etwas. Herzversagen. Komm jetzt. Pleura. Das ist nicht normal. Pleura.com, bitte. Wir müssen definitiv besser werden. Patient gestorben. Ja, war klar. Das war klar. Ja, Angiografie macht doch Angiografie. Das Nitrat. Ja. Dann gib ihm doch das Nitrat, Mensch. Na endlich. Hatte der dreimal Herzversagen. ...25.000 haben wir auf dem Konto, das ist gut. Fast wir 10.000 nur durch die
Cardio. Fast 10.000 wieder durch die Cardio. Die Cardio bringt richtig gutes Geld rein. Das ist richtig cool. Der Tag ist noch nicht vorbei. Ich bin mal gespannt, was die Chirurgie hier macht. Die Chirurgie hat auch schon $560 reingebracht. Das ist in Ordnung. Das sollte auch noch mal einiges an Geld reinbringen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Harnwegsinfektion, $280. Ah, okay. Ist jetzt nicht ein großer Betrag, aber zumindest etwas. Erfüllt Bedürfnisse, okay. So, was hat die hier? Entweder interstitielle Zystitis, alter Schwede, Nierensteine. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber okay. Ich glaube nicht, dass das was ist. Oder die Harnwegsinfektion. Ich bin mal gespannt. Gut, wir haben wieder fast $30.000. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, ein bisschen Geld kommt rein. Wartet. Bevor wir jetzt durchlaufen lassen, wir gucken jetzt mal wegen Operationen. Cardio, Operationen. Haben wir da irgendwelche Operationen, irgendwelche wichtigen? Der braucht die Herzoperation noch. Was mit der Leonie König? Brauchen die beide. Kommt. So, was mit der Neurologie? Da haben wir eine. Die will ich aber auch noch machen. Die soll auch noch gemacht werden, die Operation. Die ist gerade schon dabei, alter Schwede. Da machen die jetzt aber richtig viele Operationen. Wahnsinn. Na gut, muss auch mal sein, ne? Das muss auch mal sein. Gut. Dann kriegen wir ja morgen auch nochmal relativ viel Geld durch die Karte. Alter Schwede, das ist schön. Zweiten Operationsraum wäre vielleicht nicht schlecht. Da könnten wir mal drüber überlegen. Zweiter Operationsraum, ne? Schauen wir mal. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.